Hallo Leute, in diesem Video wird es um den Aufbau einer kleinen Kurzwellenendstufe. Das ist jetzt nur mit Transistoren aufgebaut. Wir haben hier zwei Transistoren, dann haben wir hier nochmal einen Transistor, hier einen großen Transistor, hier einen LM386 und noch einen anderen Transistor, ein mittelgroßer zum Modulieren. Das ist ein BD139. Das ist ein 2SC1971. Die sind etwas älter. Ja, aber die funktionieren halt noch ziemlich gut. Also für Kurzwelle, ich glaube, die gehen sogar bis 175 MHz. Und dann haben wir hier zwar also einen BC547 und einen BC557 und hier einen BC547. Ja, ich habe hier schon mal eine Platine ja nicht vorbereitet. Ich habe angezeichnet, dass wir halt jetzt nur die kleinere Hälfte dafür verwenden. Und dann benutzen wir einen Kühlkörper von denen, die ich gestern geschickt bekommen habe. Der wird dann nur für den großen Transistor hier sein und vielleicht auch noch für den da zum Modulieren. Den würde ich dann einfach so da drauf montieren. Und auf der anderen Seite, da werden wir in einem anderen Video auch nochmal eine Kurzwellenendstufe bauen mit dem IRF510, das ist ein MOSFET. Und dann auch mit dem TL494 zum Modulieren. Da habe ich hier schon ein paar TL494-ICs. Die können wir dann zum Modulieren benutzen. Das Ganze müssen wir dann gut filtern, dass wir die Schaltfrequenz rauskriegen. Ja, ich würde sagen, ich fange dann jetzt erstmal auf, fange erstmal an mit dem Aufbau und dann erkläre ich euch oder versuche ich euch das Ganze zu erklären. Hier könnt ihr das nochmal sehen, also mit Kondensatoren, da die kleinen Transistoren, da der große mit dem Mitsubishi-Logo, hier der LM386. Und der BD139. Ja, dann würde ich sagen, fange ich mal mit dem Aufbau an. Okay, also ich habe gerade die Platine hier zugeschnitten. Ja, diesmal wirklich zugeschnitten mit der Stichsäge. Da muss ich mir aber was anderes einfallen lassen. Das staubt einfach unheimlich. Aber jetzt ist die halt, ja, gerade habe ich nicht geschnitten. Warum? Muss ja nicht immer gerade sein. Egal. Ja, das ist das kleinere Stück. Können wir ja nochmal gucken. Also ihr braucht da nicht wirklich viel Platine. Da reicht so... Was hat das für eine Größe? Ich guck mal gerade, ob ich was zum Messen finde. So, ich habe was zum Messen gefunden. Das hat also 7 cm breit. Und jetzt gucken wir mal. Ich glaube 10 cm hat das, wenn die neu ist. Und jetzt haben wir nur noch... Wo ist der erste Strich? Ich muss mal selber gucken. Wir haben jetzt nur noch, wo ist er? Etwa 4,8 cm. Und an der kleinsten Stelle, also hier, glaube etwas weniger. So, da haben wir nur noch 4,3 cm. Ja, also muss nicht riesig sein. Aber schon so eine gewisse Größe muss das haben. Ja, dann... gucken wir erstmal, was wir brauchen. Für den IC brauchen wir einen IC-Sockel. Dann kramen wir erstmal jetzt in der Box mit den IC-Sockeln. So, also wir suchen uns jetzt erstmal einen IC-Sockel raus. Nee, da finden wir keine. Genau, hier haben wir IC-Sockel. Wir haben... Ups. Wir brauchen einen 8-Pin-IC-Sockel. Hier haben wir welche, 8 Pin, da brauchen wir einen, und nein, die brauchen wir nicht. Das war dann erstmal alles. So, dann haben wir jetzt hier unseren Sockel und unseren Aufbau und gucken uns das mal an, welcher Pin ist auf Masse und welcher nicht. Und dann müssen wir den Sockel ja erstmal so umbiegen. Ich glaube, den Chip platziere ich wieder so rum, weil das ist einfacher zu löten. Oder nee, wir machen es diesmal so. Und hoffen, dass es geht. So, und damit wir jetzt hier keinen Kurzschluss machen, machen wir da einfach so ein Stück rotes Isolierklebeband drunter. Und dann können wir jetzt schon anfangen, die Pins, die auf Masse gehören, auf Masse zu löten. Und ja, dann ich sagen, wir machen das mal. Also Pin 4 ist auf Masse, Pin 2 ist auf Masse. Pin 1 lassen wir einfach so, den schneiden wir ab. Pin 3 ist unser Audiosignal. Dann geht es hier weiter, Pin 5 ist unser Ausgang, Pin 6 ist Plus, Pin 7 schneiden wir ab und Pin 8 schneiden wir auch ab.
Leute, also soweit bin ich jetzt. Ich habe hier den LM386. Hier haben wir unseren Eingang, also Musikeingang. Hier haben wir unseren BD139. Diese Leiterbahn hier wird plus, die geht dann bis irgendwo hin hier. Und hier geht das jetzt weiter zu der Spule, zu dem HF-Transistor. Und das ist der hier. Der kommt dann jetzt hier hin. So. Muss ich mir noch überlegen. Ich glaube, ich mache den so rum. So rum ist, glaube ich, besser. Ja. Ja, so geht das dann jetzt weiter. Und dann geht hier kommt der Quarzoszillator hin. Hier die Treiberstufe. Und dann kommt der hier hin. Und dann müsste ich das versuchen, irgendwie abzuschirmen. Wäre, denke ich mal, besser. Wenn ich hier irgendwie eine Abschirmung aus einem Stück Kupfer oder so dazwischen mache. So, also wir sind jetzt soweit. Wir haben hier unseren Antennenausgang. Hier. Hier haben wir unseren Drehkondensator oder zum Abstimmen von der Antenne. Hier haben wir unseren Transistor für die Endstufe C1971. Hier haben wir unseren Modulationstransistor, den LM-Chip. Jetzt fehlt hier nur noch der Quarzoszillator, die erste Verstärkerstufe, die Treiberstufe und dann noch die Ansteuerung für die Basis. Ja, hier kommt dann der Quarz hin, dass man den von hier schön erreichen kann. Vielleicht das Ganze kommt dann noch im Gehäuse, sodass man den Quarz auch von außen noch ja, umstecken kann. Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber ja, das Ganze hier, also die Stufen hier, also die erste Verstärkerstufe und die Treiberstufe, das muss beides dann noch hier hin. Hier. Und hier noch ein bisschen Platz für so einen Quarzoszillator. Ja, dann mache ich das mal und dann sehen wir uns. So Leute, wir sind jetzt soweit. Wir haben hier ja unsere Endstufentransistor. Dann haben wir hier eine kleine Ansteuerung für den mit einem NPN und einem PNP-Transistor. Haben wir hier eine kleine Verstärkerstufe und jetzt brauchen wir hier nur noch den Oszillator. Dafür werde ich wieder diese Sockel hier verwenden. Und dann brauchen wir jetzt nur noch den kleinen Transistor hier, den hier, und einen 100 Kiloohm Widerstand und einen kleinen Kondensator. Ja, und dann sollte das Ganze auch schon bereit zum Testen sein. So, unser Aufbau ist jetzt soweit fertig. Wir haben hier unseren kleinen Quarzoszillator. Dann müssen wir nur noch einen Quarz in den Sockel stecken und noch ein Elko habe ich hier hinzugefügt. Und dann würde ich sagen, wir schließen das mal an und testen das. So Leute, also ich habe bei der Planung, wie mir gerade auffällt, einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich bei dem die Anschlüsse vertauscht, Kollektor und Emitter. Ja, zum Glück ist mir das jetzt nochmal aufgefallen. Sonst, weiß nicht, vielleicht wäre der kaputt gegangen, vielleicht auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir probieren das einfach mal jetzt aus. So, und unser kleiner Sender funktioniert jetzt. Bei 8 Volt zieht das Ganze 0,3 Ampere. Und wir können uns ja mal den Ausgang angucken. Das ist in dem Fall hier. Da haben wir 100 Volt hoch und 100 Volt runter. Ja, das ist jetzt der kleine Sender. Und bei 8,2 Volt am Eingang. Ich zeige euch das jetzt nochmal am Oszilloskop, wie das aussieht. So sieht das jetzt aus. Wir sind hier bei 50 Volt pro Kästchen. Wir haben hier, das sind das 80 Volt hoch und 80 Volt runter. Schöner Sinus. Ja, jetzt testen wir das Ganze einmal, wenn wir hier Audio anschließen, ob wir das im Radio dann empfangen können mit der Audiomodulation. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video.